Wenn Angehörige zu mir kommen, dann kommen sie oft in dem Glauben, dass es der typische Monat ist, wo die Menschen sterben. Und das kann ich nicht bestätigen aus meiner Berufserfahrung. Viele Institutionen, nicht nur kirchliche Institutionen, sondern auch die städtischen Friedhöfe zum Beispiel, bieten in diesem Monat Führungen an, um sich wahrscheinlich anzupassen an das allgemeine Gefühl, dass in dem dunklen Monat die Menschen eher sterben und die Kirche auch mehr gefordert ist, durch die speziellen Tage im Kirchenjahr, sodass die meisten Menschen das Gefühl haben, davon auch umringt zu sein, von dieser Thematik. Ich werde dann angerufen, für den Konfirmandenunterricht über meinen Beruf zu erzählen. Das genau in diesem Monat, es ist immer im November. Dabei ist die Thematik nicht aktueller im November eigentlich als im März oder Mai oder im Sommer. Das finde ich auch sehr irritierend, weil ich glaube, dass es einen Sinn macht, wenn man Dinge zu einer bestimmten Zeit zur Sprache bringt und thematisiert, damit sie überhaupt thematisiert werden. Ich glaube aber, das ist genau das Problem. Das ganze Jahr wird nicht über Liebe zueinander gesprochen, aber zu Weihnachten ist es plötzlich ein Thema. Und über den Tod sprechen wir nicht wirklich, sondern da gibt es dann plötzlich im Jahr einen Monat, wo man überhäuft wird, wenn man die Zeitungen aufschlägt und Zeitschriften, wenn man das Fernsehgerät einschaltet, dass ständig irgendwelche Filme darüber gezeigt werden und Dokumentationen. Und dann ist man auch, dann hat man das auch so satt, ich glaube, man hat es irgendwann so satt, dass man das Gefühl hat, naja, der Tod ist schon lange kein Tabu mehr. Der Tod ist ja immer präsent. Also man kann, glaube ich, keinen Abend im Fernsehen gestalten, wo nicht irgendwie jemand stirbt oder reihenweise stirbt oder niedergemäht wird oder wo in den Nachrichten nicht über Sterbefälle auf der Straße, in irgendwelchen Unglückshäusern oder durch irgendwelche Naturkatastrophen vorkommen. Das heißt, der Tod ist wirklich präsent. Aber der Tod ist letztendlich, wenn es um uns selbst geht, immer noch ein Tabu. Das merken Sie, wenn Sie mit jemandem sich unterhalten und fragen, wie möchtest du denn mal bestattet werden? Ich würde jetzt sofort auf Anhieb sagen, mindestens 2/3 der Menschen sagen, oh nee, darüber möchte ich nicht nachdenken. Das fängt so an mit Beginn der Pubertät. Davor können Kinder gut aushalten, wenn man über den Tod spricht. Sie können dann auch sagen, jetzt möchte ich nicht mehr, das macht mich traurig. Und dann kommt eine Zeit, wo sie komplett ins Schwimmen geraten, wenn man mit ihnen über den Tod spricht. Und das ist meistens ab der Pubertät bis so zum Erwachsenenalter, also rein zahlenmäßig zum Erwachsenenalter, so mit 17, 18. Dann fängt das Thema an, ihnen Angst zu machen und sie zu verunsichern und ist ihnen zu dicht und ist ihnen auch viel zu persönlich. Das bleibt bei den meisten Menschen so, wenn sie mit ihnen über den Tod sprechen wollen, dass sie ihnen sagen, ah nee, darüber möchte ich nicht sprechen, da habe ich mir auch keine Gedanken machen. Oder nee, das finde ich jetzt das falsche Thema. Plötzlich ist auch eine gesellige Runde gar nicht mehr gesellig, wenn man einmal das Wort Tod in den Mund nimmt. Und das zeigt doch, das ist ein Tabu. Egal, wie viel im Fernsehen darüber gebracht wird, auch die sogenannten Aufklärungsfilme, Dokumentationen, wie läuft es beim Bestatter, wie sind die Gespräche, wie ist die Kostenstruktur und alles? Das ist nicht wirklich eine Enttabuisierung des Themas. Ich habe mal gelesen, bei vielen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, ich glaube es war China, ist es so, dass der Tod ein Geschenk ist. Und dass die Leute quasi auf den Tod hinarbeiten. Also sie leben, aber der Tod ist ein ganz freudiges Ereignis. Mhm. Und hier ist es ja das Allerschrecklichste, was passieren kann, das Letztendlichste. Meinen Sie, das liegt irgendwie an gesellschaftlichen Strukturen oder ist das in uns drin? Ich glaube, es ist nicht in uns drin. Ich glaube, es ist unsere Kultur. Wenn ich darüber lese, wie in anderen Kulturen mit dem Tod umgegangen wird, dann heißt es nicht automatisch, dass in jeder Kultur der Tod nicht vielleicht dem Individuum Angst machen kann, aber in der Gesellschaft in manchen Gesellschaften ist der Tod was Akzeptiertes, auch etwas Willkommenes, obwohl die Angehörigen einen Verlust empfinden, wenn ein Mensch stirbt. Aber es ist nicht allgemein etwas, was Angst macht. Es ist in dem Fall einfach etwas, was traurig macht, aber häufig auch verbunden mit der Freude für den Verstorbenen auf das, was ihn danach erwartet. Also in manchen Kulturen und Religionen ist ja das Leben eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. Und wenn man sich gut verhalten hat, hat man eine Chance, dass alles ganz toll wird nach dem Tod.
Ich glaube, dass es früher auch oft noch so war, dann war das etwas, was einem persönlich einen Verlust bedeutet hat, weil man natürlich traurig ist, wenn ein Mensch, den man liebt, nicht mehr da ist. Aber ich glaube, dass es gesellschaftlich eine größere Selbstverständlichkeit hatte und deswegen auch der Umgang damit nicht so hochdramatisch war und auch, glaube ich, nicht so bestürzend. Wir glauben ja, wir haben alle unsere Schritte im Leben in der Hand. Jede Entscheidung liegt bei uns, was natürlich nicht stimmt, aber ich glaube, wir haben den Eindruck weitestgehend, dass viele von uns denken, der Tod ist so unfassbar, ist nicht steuerbar. Weshalb auch die Diskussion der Sterbehilfe, glaube ich, immer stärker in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken. Und auch das Thema wird tatsächlich enttabuisiert, weil es uns hilft, weil wir glauben, dass es uns helfen könnte, mit dem Tod besser zurechtzukommen, weil wir ihn dann in der Hand haben, weil wir dann entscheiden können. Aber was wir uns damit antun, ist uns, glaube ich, nicht bewusst. Wir haben ja auch keine Übung da drin. Sie haben jetzt ganz viel in mir angerührt gerade, merke ich. Wir sind auch nicht aufgefangen. Der Verlust eines Menschen erschüttert uns so dermaßen, dass alles zusammenbricht, was wir uns an Regeln und Strukturen für den Alltag aufgebaut haben. Und da die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dem auch nicht gewachsen sind, sind sich genauso hilflos wie wir. Und deswegen schweben wir so ein bisschen im luftleeren Raum. Wir haben überhaupt keinen Halt mehr. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich sagen können, also ich gehe jetzt nicht zur Arbeit und ich gehe auch in der nächsten Woche nicht zur Arbeit. Ich glaube, ich kann das ganze nächste halbe Jahr nicht arbeiten. Eigentlich bin ich unfähig, überhaupt zu funktionieren. Und das ist ja überhaupt nicht akzeptiert. Und auch engste Freunde stören sich sogar manchmal daran, dass jemand sich so gehen lässt. Also das sind Worte, die ich so höre, dass mir die Angehörigen sagen, schon nach wenigen Wochen, manchmal sogar nach wenigen Tagen, ist gar kein Verständnis mehr, nicht mal mehr im engsten Freundeskreis, warum man sich jetzt so gehen lässt, warum man sich nicht zusammenreißt. Und dabei ist das Schlimmste, was uns passieren kann, einen Menschen zu verlieren. Man kann vieles im Leben wieder gerade biegen, aber den Tod kann man nicht rückgängig machen. Sodass ich eigentlich glaube, das Verständnis fehlt komplett und deswegen erschüttert es uns so. Ich habe durch meine Arbeit festgestellt, dass der Tod etwas ist, was wir überhaupt nicht begreifen. Das war vielleicht vorher auch schon so, aber ich habe mir diese Gedanken nicht gemacht. Ich finde es schon faszinierend, was für ein großer Unterschied ist. Das ist, worüber wir uns ja schon unterhalten haben. Ein Mensch, der da liegt und schläft, und ein Mensch, der da liegt und tot ist, schon nach manchmal wenigen Minuten, das ist so ein Unterschied. Und letztendlich ist es unbegreiflich. Ich finde unbegreiflich, wie anders das ist, nur weil ja was eigentlich weg ist. Die Körperfunktionen sind ausgeschaltet. Aber was macht den Menschen aus? Eigentlich ist es noch komplett da. Optisch ist derjenige ja noch komplett da, aber eigentlich ist er weg. Und dieses, was da weg ist, ist so schwer zu begreifen. Und es hat mir nicht geholfen, zum Beispiel mit dem Tod besser zurechtzukommen. In dem Moment, wo mir bewusst wird, dass meine Eltern sterben, um jetzt eben privat zu sein, dann denke ich, das würde mich so todtraurig machen. Das weiß ich. Es würde mich todtraurig machen und mich genau vor die gleiche Trauer stellen, wie alle Menschen, die zu mir kommen und beruflich Anforderungen an mich stellen. Die Trauer findet auch statt, wenn kein gutes Verhältnis zwischen den Angehörigen und dem Verstorbenen da war. Gehen wir doch mal von den Eltern aus. Wenn jetzt alles einen guten Weg geht, sterben die Eltern zuerst. Die Eltern sterben und man hätte sie ja so gerne geliebt und sie haben den Weg abgeschnitten zu dieser Liebe. Alleine das macht einen doch traurig, dass die Liebe nicht möglich war. Und diese Trauer findet dann statt, vermischt mit Wut und vielleicht sogar Hass und auf jeden Fall mit Aggression. Ich glaube, dass in dieser Trauer so viele Gefühle mitmischen und so viele Gedanken, dass man das gar nicht reduzieren kann auf eins, sondern auf ganz viel. Und was das alles ist, ist einem vielleicht gar nicht bewusst. Sodass ich sagen würde, auch aus meiner Erfahrung, die Trauer findet immer statt. Und wenn es letztendlich dann nur, in Anführungszeichen, nur die Trauer ist, um das, was nicht mehr möglich ist. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass man auch nicht sagen darf, warum man Angst hat. Also dass man auch von sich selber aus Angst hat, weil man plötzlich die letzte Generation ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Dass da niemand mehr hinter einem steht, der einen quasi so schützt zu diesem Nichts, was dahinter kommt.
wenn das Gegenüber fehlt, das ein Teil meiner Geschichte darstellt, fehlt ein Stück von mir. Das wird einem bewusst, wenn man, also gerade in meinem Beruf, jemand soll eine Rede halten. Dann spricht der Redner oder der Pfarrer über den Verstorbenen und dann gibt es Leute, die sagen, na, das hat doch überhaupt nichts mit demjenigen zu tun, der da verstorben ist. Jetzt hat er aber die ersten Informationen von der Ehefrau bekommen. Dann kann man doch nicht sagen, das stimmt nicht. Es ist eine andere Facette des Menschen, der verstorben ist. Und das ist das, was uns ausmacht. Durch die Wahrnehmung der Menschen um uns herum werden wir zusammengesetzt zu einer Person. Natürlich auch mit der eigenen Wahrnehmung, aber nur alles zusammen gibt das Bild von uns. Weil wir nicht nur eins sind, wir sind genau das, was wir jetzt im Gespräch sind. Und was ich im Gespräch mit jemand anderem bin, das macht mich als Person aus. Ich hatte eine Bestattung im letzten Jahr von einer älteren Frau. Naja, ich glaube, die war fast 80, wenn ich mich richtig erinnere. Da hätte ich nicht erwartet, dass so viele Menschen kommen. Das waren, glaube ich, fast 200 Personen und ganz viele junge Leute. Die Frau hat aber nicht nur in der Vergangenheit gelebt, sondern sie hat ihre Geschichte mitgenommen in das Hier und Jetzt und hat es geteilt durch die Fähigkeiten, die sie hatte, durch die Leidenschaften, die sie hatte. Die hat einfach alles geteilt, was sie gerne gemacht hat, sodass das immer weitergetragen wurde, sodass da ein ganz fließender Übergang war. Als sie gestorben ist, war nicht so ein Bruch zwischen dem Hier und Jetzt und der Vergangenheit, so wie das bei vielen Menschen ist, sondern das war so ein fließender Übergang, sodass viele ein Stück mitgenommen haben, auch aus einer Geschichte, die sie nicht aktuell mit ihr geteilt haben, sondern die so übergegangen ist in die Begegnung, die sie jetzt eben mit ihr hatten, kurz vor ihrem Tod teilweise. Und das finde ich eine Besonderheit. Das gelingt den meisten Menschen nicht. Das ist häufig so, wenn man in einem guten Generationenhaushalt lebt zum Beispiel, so werden die Geschichten weitergegeben und werden dann ein Bestandteil meines neuen Gegenübers. Aber die meisten Menschen leben so, dass sie ihr Zuhause verlassen und eine eigene Familie gründen und dann werden sie wieder von ihren Kindern verlassen. Wir vermischen uns nicht mehr und wir teilen auch nicht mehr so viel Leben miteinander. Durch dieses Fehlen der Vermischung ist es so, dass eben, glaube ich, die Einsamkeit dann sich breit macht, wenn meine Kinder gehen und ich mir nichts Eigenes schaffe. Glauben Sie, dass wenn man sein Leben gelebt hat, egal wie alt man ist, dass es dann leichter ist, sich mit dem Tod zu konfrontieren? Wir wissen gar nicht, was Tod bedeutet, außer dass wir davon ausgehen, dass er eben hier in unserer Existenz nicht mehr da ist. Und häufig erzählen mir eben die Angehörigen, sie glauben, da musste noch viel geregelt und geklärt werden. Also zum Beispiel, dass sie sagen, also der Vater hätte noch mit der Tochter noch also Dinge klären müssen. Und weil die nicht geklärt wurden, war es ein schweres Sterben. Das ist natürlich Spekulation, ich weiß nicht, ob das so ist. Und ich glaube, ich möchte das auch nicht wissen, genau. Ich möchte das nicht wissen, weil ich der Meinung bin, es gibt nicht nur einen Weg. Jeder Mensch hat einen eigenen Weg und vielleicht hat jeder Mensch verschiedene Optionen, in den Tod zu gehen. Also dieses Sterben zu durchleben. Das Sterben ist ja noch Leben, bis zum Schluss. Und diesen Prozess, den wählen wir vielleicht sogar, bewusst oder unbewusst. Das weiß niemand, weil das was ist, was in der Regel nicht weitervermittelt wird. Also ich habe es noch nie gehört. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil ich glaube, dass der Tod so viel länger dauert und so viel besser ist als das, was hier ist, dass es wichtig ist, welchen Weg wir gehen in den Tod. Ohne Wertung. Also es gibt, also ich glaube zum Beispiel nicht persönlich, dass ein Mensch, der sich das Leben nimmt, auch wenn es unter religiöser Sicht eine Sünde sein mag, glaube ich nicht, dass derjenige vielleicht nicht einen guten Tod hat. Das würde ich nicht unbedingt behaupten. Sie sagen, in den Tod gehen. Also das hat ja was mit einer, das macht man ja selbst. Mhm. Ne? Also sterben tut man. Mhm. Ne? Ja. Und für mich hat das eben immer, dass das alles so einen Weg braucht und dass Geburt und Tod sowas Letztendliches sind. Ich glaube, wir gehen aus dem Leben, so wie wir in die Welt kommen, entscheiden wir uns auch, aus dem Leben zu gehen. Ich möchte nicht sagen, dass ich das verwerflich finde, wenn ein Mensch die Entscheidung trifft, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, in die Schweiz zu fahren, meinetwegen.
Genauso wenig, wie ich das grundsätzlich verwerflich finde, eine Geburt zu planen. Wir sind so, also ich glaube, wir sind so aus verschiedenen Gründen. Es hat auch viel mit Angst zu tun und viel mit Kontrolle. Aber es macht eben auch was mit uns. Ich glaube, ein Mensch, der so in den Tod geht, verändert auch seinen Tod. Was danach kommt oder so, vielleicht weiß ich nicht, kann ich ja nicht sagen. Ich war da ja noch nie. Aber es macht was mit dem Tod, also mit dem Sterben und mit dem Tod. Und genau das ist es, wir wollen es so gerne in der Hand haben. Und ich glaube, der Weg geht auch dahin, dass wir immer mehr sagen, warum müssen wir denn leiden? Oder warum muss ich 90 oder 100 werden? Ich will eigentlich jetzt mit 88 schon sterben und das steht mir frei. Und vielleicht kommen wir dahin, dass wir irgendwann in einer Welt leben, dass die Menschen entscheiden, also ich möchte gern jetzt sterben. Und sich dabei helfen lassen beim Sterben, egal ob sie schwer krank sind oder nicht. Solange der Weg nicht der ist, dass irgendwann die anderen entscheiden, wann wir sterben sollen. Also darüber möchte ich gar nicht nachdenken oder sprechen, sondern dass wir gerne das entscheiden würden. Deshalb ist die Entscheidung ja sehr zweifelhaft. Man kann nach oben hin cutten, aber man kann nicht nach unten hin sagen, ich will aber länger. Nee. Ja, genau. Also wir können ja, häufig ist es ja auch zu einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, der Tod ist schon nah. Ich glaube, wir würden uns jetzt nicht über den Tod unterhalten, wenn es nicht gerade das Thema ist, wozu wir uns entschieden haben. So, wir würden nicht drüber sprechen, also ich möchte in 10 Jahren, möchte ich dann mal sterben. Das ist so irreal und auch so unsinnig. Aber wenn wir den Tod glauben zu spüren, dann merken wir plötzlich, eigentlich will ich noch gar nicht. Also und man klammert sich verzweifelt dran. Oder man sagt, kann er nicht ein bisschen schneller kommen? Zum Beispiel, damit ich nicht so leide. Und das ist ja die Konfrontation. Also es ist so, als ob er uns besucht und dann sitzt er da. Und wir würden gerne haben, dass er wieder geht. Oder wir würden ihn bitten, dass er jetzt mit uns zusammengeht. So dieses Bild. Oh, da geht's los und vorher nicht. Also vorher ist es, glaube ich, eben genau das, es macht uns Angst und wir wollen uns gar nicht damit befassen. Oder es ist auch etwas so Irreales, dass wir uns gar nicht damit befassen können. Also ich kann jetzt sagen, dass ich weiß, ich möchte nicht sehr alt werden. Dann sagt eine Freundin von mir, was heißt schon sehr alt? Also ich möchte auf jeden Fall 90 werden. Bei 90 denke ich, oh Gott, 90 ist schon so alt. Und dann begegne ich Menschen beruflich, die sind 90. Und die strahlen ein Leben aus, dass ich denke, eigentlich ist 90 noch nicht so alt. Dann ist 100 plötzlich alt. 100 klingt ja auch total alt. Aber da ja immer mehr Menschen auch so alt werden, verschiebt sich das wahrscheinlich. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist es so, je älter wir werden, desto weniger alt ist alt. Für meine Kinder bin ich ja schon alt. Und für Kindergärten, also für ein Kind, das in den Kindergarten geht, bin ich ja schon ganz nah am Tod. Und ich selber denke, wahrscheinlich, wenn jetzt nicht irgendwelche Umstände eintreten, die ich gar nicht in der Hand habe, werde ich 90, einfach weil die Statistik so ist, dass man 90 wird. Das heißt, ich glaube schon, dass der Tod kommt. Das ist nichts, also der Tod kommt, auch wenn ich sage, wir gehen in den Tod, der Tod kommt und konfrontiert uns. Dieses Kinderbuch Ente, Tod und Tulpe, eigentlich kommt er vom Tag der Geburt an. Und begleitet uns. Und irgendwann sagt er so, jetzt bin ich soweit. Und dann fängt man an eben zu betteln, ob man nicht doch noch ein bisschen Frist hat oder man ist bereit. Und dieses Bereit hat, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt immer was damit zu tun, wie wir gelebt haben. Das ist etwas in uns, was damit zusammenhängen kann, aber nicht notgedrungen zusammenhängen muss. Es gibt Menschen, die hatten, wenn ich das höre, ein furchtbares Leben und waren dankbar für ihr Leben. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau bestattet, ich glaube um die 90, vielleicht sogar älter, ich habe es jetzt gar nicht präsent, also sie war keine junge Frau mehr und die ist zufrieden gestorben, obwohl sie ein sehr, sehr schweres Leben hat. Also das heißt, die Umstände sind nicht die, die nach außen hin furchtbar sein müssen, sondern es kann sein, dass es ein schweres Leben gewesen sein kann und der Mensch trotzdem ein zufriedenes Leben hatte. Vielleicht auch erst im Schluss, man weiß es nicht. Das ist viel zu persönlich und individuell, sodass es jeder für sich weiß, ob der Tod willkommen ist oder nicht. Wenn so eine große Verzweiflung da ist, es sind zwei Situationen, die ich immer mal wieder erlebe, nicht andauernd, aber immer mal wieder. Im Hospiz oder im Pflegeheim oder im Krankenhaus
ein schwerstkranker Mensch stirbt. Die Angehörigen waren immer da und der Tod tritt genau in dem Moment ein, wo gerade niemand da war. Und dann eben meine Überlegung, die ja nicht so fern ist, das haben ja viele Menschen, dass vielleicht der Tod überhaupt erst dann möglich war, nur möglich gewesen war, weil gerade niemand da war, weil dieses Immer-Dasein auch wie so ein Festhalten ist. Und das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, wir begleiten manche Menschen im Sterben und der andere spürt, dass wir ihn nicht loslassen können. Und der andere möchte so gerne gehen und kann nicht gehen, was ja auch keine Rücksichtslosigkeit ist. Es ist einfach so diese Angst, dieser Verlust und dieses bitte, bitte bleibe und ich liebe dich so sehr und du kannst doch jetzt noch nicht sterben. Und das spürt der Sterbende und möchte uns nicht enttäuschen. Und dann sind alle mal eben einen Moment aus dem Zimmer raus und dann kann der Tod kommen. Dann kann er uns quasi in die Arme nehmen, um jetzt mal, finde ich, ein sehr schönes Bild zu nehmen und uns rausbegleiten aus dem Leben. Und das Zweite ist, dieses ewige drüber nachdenken, wie das Leben des Verstorbenen war. Das ist doch eigentlich hatte meine Mutter doch immer nur gearbeitet. Und sie hat sich immer für alle aufgeopfert. Und ich hätte ihr so gewünscht, dass, und dann kommen so viele Ideen. Und wo ich dann auch sage, vielleicht ging es darum gar nie. Also ich habe eben auch eine Frau abgeholt, die war so friedlich. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen. Das ist nur nach außen ein Zeichen, was mir automatisch das Gefühl gibt, das war ein ganz friedlicher Tod. Vielleicht war er das gar nicht. Wir können ja nur spekulieren. Aber ich halte mich auch an das, was ich interpretiere. Was anderes habe ich ja nicht, nur meine eigene Spekulation. Und dann sehe ich einen Menschen, der so ruhig daliegt, so einen zufriedenen Gesichtsausdruck im Tode hat. Und dann erzählt mir die Tochter von so einem furchtbaren Leben. Und dann denke ich, vielleicht ging es darum gar nicht. Vielleicht war das gar nicht wichtig. Vielleicht war das Leben dieser Frau genau das, was sie ausgefüllt hat. Und es stand gar kein zweites für sie bereit. Oder es stand ein zweites bereit, aber sie hat sich für das entschieden. Dass ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere eigenen Ängste zu einer Tatsache werden lassen, zu einer Realität, sondern uns immer wieder klar machen, oder ich versuche das dann eben einer Angehörigen dann auch zu sagen, dass das etwas ist, was sie sich denkt und was vielleicht auch möglich war, aber nicht als Tatsache, dass sie nicht sagen kann, ihre Mutter hatte kein gutes Leben, nur weil sie das mit dem Blick auf das Leben ihrer Mutter nicht gut fand. Und wenn sie dann im Gespräch, und das finde ich diese kostbaren Gespräche mit den Angehörigen, wenn sie dann sagt, ja, meine Mutter, und dann erzählt sie über ihre Mutter. Und wenn sie mir erzählt, dann klingt es für mich gar nicht nach so einem furchtbaren Leben, sondern dann klingt es für mich nach einem Menschen, der viele Opfer gebracht hat, der aber auch immer wieder im Blick auf seine Opfer sagen konnte, ich habe viel für die anderen getan und vielleicht daraus Zufriedenheit erlangt. Das ist sehr häufig so, dass wir uns gut fühlen, wenn wir was geben können. Ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich besser, etwas zu geben, als etwas zu nehmen. Es ist schön, dass es jemand gibt, der uns auch was gibt und der uns unterstützt und uns hilft. Aber ich glaube, dass doch viele Menschen sich gut dabei fühlen, wenn sie anderen etwas geben können. Ihre Zeit, ihre Unterstützung finanzieller Art oder aktiv einen guten Rat oder sowas. Und dann fühlen wir uns gut, weil wir uns gebraucht fühlen. Also in dem Moment, wo wir nicht mehr gebraucht werden, fühlen wir uns tot, einsam und wertlos. Und dann kann es sein, dass die Frau, die ihr Leben lang Opfer gebracht hat, sie vielleicht sogar gut gefühlt hat dabei, dann war das doch gar nicht so ein schlimmes Leben. Was meinen Sie denn, was diese Art Ihrer Begleitung, so wie Sie die sehen, für die Angehörigen bedeutet? Ich glaube, sehr wichtig ist das Gefühl, da ist jemand, der sie versteht und der sie in der Zeit, wo alles auseinanderbricht, hält, ein Stück weit aufrecht hält. Das sind manchmal organisatorische Dinge, auf die das dann reduziert wird, weil zum einen kommt nicht jeder in dieser Situation an seine Gefühle gut dran, weil viel zu viel Konfusion da ist und Irritation, aber vielleicht auch Scham, weil Trauer
auch sehr häufig mit Scham behaftet ist. Und zum anderen ist es so, dass manchmal möchte man das auch gar nicht, manchmal möchte man nicht völlig zerfallen und zerfließen in dem Gefühl der Trauer. Und dann macht man das an organisatorischen Dingen fest. Und das geht natürlich wunderbar mit der Bestatterin, weil die ja verantwortlich ist für die weiteren Schritte. Egal, ob das jetzt mit entschieden wird, da ist jemand, der kann man sagen, aber Sie müssen doch das und das und das. Das ist ein Stück Halt, der sich ergibt aus der Selbstverständlichkeit meiner Rolle. Wie ein Arzt, der einfach weiß, was er zu tun hat, wenn ich, wenn ich eine Wurzelresektion brauche, habe ich keine Ahnung von den Vorgängen, aber ich kann mich darauf verlassen, der Arzt wird schon wissen, wie es geht. Und dann kann ich dort auch über meine Schmerzen sprechen. Ich kann da weinen, aber ich kann mich auch zusammenreißen, das ist mir überlassen. Aber da ist jemand, der weiß, wie es geht und den kann ich auch damit behelligen. Dem bin ich nicht lästig, weil es ist ja sein Job. Das ist ein wichtiger Bestandteil, glaube ich. Darüber hinaus ist bei vielen irgendwann der Wunsch da, das auch rauszulassen, was sich in ihnen abspielt. Egal wie irritierend das ist und egal wie wenig greifbar das ist teilweise ziemlich durcheinander. Aber man kann es dann einfach auch mal da lassen. Und diese Begleitung ist so ein bisschen, als ob man Gepäck ablädt. Manchmal setzt man den Rucksack, wenn man geht, wieder mit auf. Aber man hat ihn einen Moment lang abgesetzt und kann dann auch weniger schwer beladen über alles, was einen beschäftigt, in dem Moment sprechen. Manchmal beschäftigt einen die Vergangenheit, ungeklärt oder geklärt. Also wie bin ich meinem Mann eigentlich begegnet? Wie haben wir uns kennengelernt? Und wie schön war das? Und plötzlich kann man auch lachen in der Erinnerung dieser Begegnung. Und dann herrscht gar nicht die Trauer vor, sondern in der Erinnerung ist plötzlich auch ein Moment der totalen Entspannung und Freude, weil das eigentlich eher witzig war. Der Mann hat das Gefühl, er hat den ersten Schritt gemacht und letztendlich hat man als Frau alles dazu getan, damit er endlich den ersten Schritt macht und man sich verdammt nochmal kennenlernt, damit man zusammen tanzen gehen kann. So eine Geschichte ist dann auch schön. Und dann kommt plötzlich wieder die Kurve und man ist wieder im Hier und Jetzt und merkt, man wird nie wieder mit ihm tanzen gehen können und dann muss man weinen. Und dieses Hin und Her an Gefühlen kann man bei mir gut lassen, weil ich das wichtig finde, dass man überhaupt erstmal erzählt, um zu merken, wo man steht. Und so ein Gespräch, wo das Platz hat und Raum hat, deswegen braucht es auch viel Zeit, lässt es die Seele, glaube ich, das gibt der Seele das Gefühl, ich bin angekommen und ich kann jetzt auch vielleicht zu dem nächsten Schritt übergehen, nämlich mich mit dem Gedanken zu befassen, dass der Verstorbene, der jetzt schon nicht mehr bei mir ist und der jetzt ja irgendwo ist, nämlich in der Kühlung in der Regel, dass der weiter begleitet werden muss, dass er da noch nicht bleiben kann. Und jetzt können wir uns dem Wesentlichen widmen in dem Moment und sagen, ich habe eine Idee, wie es mit ihm weitergehen könnte. Ich kann ihn ein Stück nochmal auf die Reise geben. So, jetzt können wir ein Stück klären und jetzt geht es wieder ein Stück weiter. Das ist hier in der Stadt, in Berlin, eben so, dass es nicht innerhalb von 3 Tagen in der Regel möglich ist. Meistens braucht es eine Zeit. Organisatorisch ist es inzwischen so, dass viele Menschen gar nicht innerhalb von einer Woche bestatten wollen, weil sie sagen, sie müssen so viel klären, sie müssen so viele Menschen einladen. Und es ist auch so, dass wir organisatorisch das gar nicht schaffen, weil die Friedhöfe entweder die Termine nicht bereithalten oder die Papiere nicht erledigt sind, sodass sowieso immer Zeit notwendig ist organisatorisch und diese Zeit den Angehörigen dann auch automatisch zur Verfügung steht, wenn sie nicht selbst das Gefühl haben, es muss ganz schnell gehen, dass sie merken, ich kann überhaupt erstmal zu mir kommen in den ersten Gesprächen. Das heißt, wir unterhalten uns vielleicht gar nicht über den Weg, den der Verstorbene weitergehen muss, sondern wir unterhalten uns jetzt einfach erstmal über die Geschichte, die die beiden Menschen verbindet, die mir gegenüber sitzt und der, den ich bestatten soll. Diese Person hat was verbunden und davon erfahre ich ein Stück. Und die Bereitschaft, das zu erfahren, kann ich 5-mal oder 6-mal signalisieren. Sie muss bei dem anderen ankommen und die kann nur ankommen, wenn eine Klarheit da ist. Und diese Klarheit entsteht in der Regel nur dann, wenn derjenige sprechen kann. Und dafür muss ich bereit sein, alles mir anzuhören. Vielleicht, wie sie sich kennengelernt haben oder vielleicht, wie das Sterben war oder die lange Krankheit. Vielleicht aber auch,
intensiv oder schlimm die Zeit der Pflege war, wie sehr uns das aufgefressen hat, weil nichts mehr bleibt außer dieser Pflege. Also kein eigenes Leben und keine eigenen Kontakte und keine eigenen Bedürfnisse mehr, nur noch Pflege. Und wenn das alles irgendwie Raum genommen hat, dann ist auch Raum da zu überlegen, wie kann es weitergehen. Und dann lerne ich ja mein Gegenüber kennen über dieses Gespräch, dann erfahre ich ja schon was, wie viel Bedürfnis hat der andere, dass es jetzt mal nur um ihn geht, weil es die ganze Zeit nur um den Verstorbenen ging. Also wenn ich frage, wie geht es ihm denn jetzt, dann kann es sein, dass ich mir eine ganz lange Geschichte anhören muss. Und die muss ich mir aber anhören, um meinem Gegenüber gerecht zu werden, also um mein Gegenüber auch als Mensch wahrzunehmen, der nicht nur gepflegt hat, sondern der auch eigene Bedürfnisse hat und eine eigene Geschichte, die auch über die gemeinsame Geschichte mit dem Verstorbenen hinausgeht. Und dann hat mein Gegenüber das Gefühl, nehme ich mal an, da ist jemand, der interessiert sich auch für mich. Und der interessiert sich für den Verstorbenen, nicht nur als den Toten, den man bestattet, sondern auch als den, der er im Leben mal war. Und dann kann man sich annähern. Also dann plötzlich entsteht so ein Bild, das dann dazu führt, dass man Ideen entwickeln kann, was gut ist für den Abschied.